Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Car Driving mit mir, dem Duki, und in der Version 1.3.3. Und Deutschland ist Weltmeister. Ich habe zwar nicht viel mit Fußball am Hut, aber freue mich natürlich trotzdem. Da kann man sich schon morgens um 10 ein Bier trinken. Nein, natürlich nicht, Quatsch. Wir haben heute ein echtes deutsches Auto dabei, und zwar den Volkswagen R32. Und zwar das in der russischen Fahrschulvariante. Finde ich eigentlich ganz witzig, weil wir da oben so ein Schild halt drauf haben. Mal eben von vorne. Sieht halt aus wie ein schöner Golf 4 R32. Einer meiner Lieblings-Golf 4 ist R32, weil das einfach mal der erste ist. Und, oh, klingt ja geil. V6-Gebrülle ohne Ende und ich glaube so 250 PS. Allradantrieb via Haldex-Kupplung. Wir starten das ganze Ding, setzen uns wieder nach innen drinnen rein. Ich weiß gar nicht, haben wir hier Allradantrieb? Ich glaube wohl. Ich muss mal eben mein Licht anmachen. So, und die Scheibenwischer war noch hier, ne? Genau. Es regnet nämlich ein bisschen. Ich habe gedacht, Traktionsprobleme kennt man ja mit der Karre im Regen eigentlich nicht. Und das probieren wir hier ja mal aus. So, weil halt Allradantrieb. So, und dann fangen wir halt ganz normal an. Es wird unser Leist besoffen, weil wir gestern Weltmeister geworden sind. Das muss ich zwar eben sagen. Ne, wo fahren wir denn jetzt her? Wir wollen noch zur Autobahn. Da fahren wir doch hier links eigentlich. Und ich fahre schon wieder illegal. Ich weiß, dass wir es nicht dürfen, aber es macht mir nichts. Ja, und man sieht leider schon, es geht nicht ganz so viel. Moment, war ist unser Licht aus? Da, jetzt ist es an. Es geht nicht ganz so viel. Es sind noch nur, wow, 250 PS, aber dafür haben es die Bremsen in sich. Wir haben gerade innerhalb von 0,2 Sekunden von 100 auf 60 runtergebremst. Da stehen wir auch schon. Ach du Scheiße, da muss ich ja die Bremse nur streicheln und wir stehen. Oh oh. Soll ich vielleicht mal meine dicken Wollsocken ausziehen, damit ich ein bisschen Gefühl für die Pedale entwickle? So, und ich gucke hier auch gar nicht nach rechts und links. Dann ist mir ganz wurscht, wir wollen nur zur Autobahn und gucken, was das Ding Highspeed-mäßig bringt. Schade, ich habe eigentlich gedacht, die können wir im Regen so ein bisschen querstellen, driften hier und da, aber das scheint nicht möglich zu sein, ganz ehrlich. So wie der sich bisher anfühlt, geht da nicht viel. Oh, und ich muss so langsam auf die Bremse drücken, um auch nur ein bisschen zu verzögern. Also um ganz langsam zu verzögern, muss ich extrem sanft auf die Bremse drücken. Ja, heftige Geschichte, ey, sind wir Weltmeister. Hätte ich vor der WM nicht für möglich gehalten. Aber haben wir es denen doch gezeigt, wo es lang geht. Auch nicht ganz souverän, wie zum Beispiel gegen Brasilien, aber gut. Das Ergebnis zählt. Deutschland freut sich. Und wie gesagt, obwohl ich nicht so der Fußball-Enthusiast bin, will ich natürlich niemandem die Freude daran versauen. Ist natürlich super, das passiert nicht jeden Tag natürlich. Erstmal ist eine WM nur alle 4 Jahre und außerdem ist das jetzt schon 24 Jahre her, dass wir Weltmeister geworden sind. 90, ne? 90 war es, genau, ja. Boah, scheiße. Ja, da haben wir verkackt. Sind zwar am... Da ist er, so wie es aussieht, am Krankenwagen vorbeigekommen, glücklicherweise. Der wohl noch die ein oder anderen Fußballopfer transportiert. Aber wir haben uns selber zum Opfer gemacht hier gerade. War nicht ganz so gut. Ja, hier geht nicht wirklich viel. Wir fahren hier gerade 200. Und hier ist gerade echt voll. Oh. Wieso fahren wir denn 190? Jetzt nur noch, weiß schon, im sechsten Gang. Ich dachte, ich war erst im vierten. Boah, wie eng es hier aber auch ist teilweise. Ich glaube, ich fahre auf 20% Verkehr. Das ist vielleicht auch ein bisschen hoch. Boah. Boah, und hier kommen wir leicht mit dem Arsch. Habt ihr das gesehen? Der rutscht einfach rum, ohne dass ich viel gelenkt habe. Ja, hier, jetzt haben wir verkackt. Da hätte ich noch rechts vorbei können sollen, eventuell. Ah, schade. Mal eben die Scheibenwischerstufe erhöht. Ja, Golf R32, ne? Sieht von innen so ein bisschen aus wie so ein Golf 4 natürlich. Macht daran liegen, dass das ein Golf 4 ist ursprünglich. Aber unten abgeflachtes Lenkrad müsste er eigentlich haben. Hat er hier nicht ganz. Hier sind ein bisschen seitlich abgeflacht. Ja, also, okay. Ist eine Modderkarre, da können wir den mal ein bisschen... Jetzt bremse ich ihn mal lieber. Wollen wir nicht noch immer gelb fahren irgendwie? So, ist auf jeden Fall eine gemoddete Karre. Mal, haben wir jetzt grün, ja, wir haben rot. Sehr schön, da kann ich mich hier ein bisschen umgucken. Dementsprechend sind wir da nicht ganz so unfair. Deswegen
wenn wir es so machen, ist es unten abgeflacht und oben leider auch. Also ist nicht ganz original, dafür handschaltgetrieben hier. Ja, sonst ist auch nicht viel zu holen. Schön, ne? Tacho eigentlich bis 300 in dem Golf R32. Der geht hier bis 330. Nee, gar nicht. Auch bis 300. Ich sollte richtig lesen. Dann sieht man das auch. Beziehungsweise dann ist das auch richtig, was ich sage. So. Ja, wir haben 0:01 im Innenraum. In der Innenraumanzeige. Und sind 0 Kilometer gefahren. Das halte ich für ein Gerücht. Allerdings ist es ja auch ein Fahrschulauto. Und das heißt halt Fahrschule auf Russisch übrigens. Astoschka, mir am Schnärkleischnäpflich. Vielleicht auch Fahranfänger. Bitte holen Sie nicht direkt Ihre Pistole raus und schießen Sie auf mich, wenn ich Scheiße baue. So, wirst du jetzt auch mal grün hier? Na? Motor aufholen lassen. Oh, wir machen mal einen Kavalierstab, wenn es hier grün wird. Direkt mal Motor aufholen lassen. Auch wenn das unserem Fahrlehrer nicht gefällt, aber was will er machen? Yay, dann sind wir weg. Und da haben wir auch schon die 100 km/h erreicht. Nicht schlecht, Herr Specht. So ein Fahrschulauto hätte ich gerne gehabt. Ich hatte einen Peugeot 308. Glaube ich, ja doch. Und das als Diesel, aber auch mit 130 PS. Also doch schon einiges an Schmalz. Und ja, damit durfte ich dann innerhalb der ersten Autobahnstunde schon mal so 180 aufs Parkett legen. Und das war eigentlich schon ganz geil. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich in den Kreisverkehr reingefahren bin. Brauchen wir eigentlich gar nicht versuchen. Andererseits können wir hier so einen auf Dubai-Drifter machen. Und jetzt die Handbremse. Oh, alles klar. War ja auch der falsche Knopf. Sehr schön, Duki. Ja, okay, dann fahren wir doch mal in den Kreisverkehr. Aber ich glaube nicht, dass wir da einen konstanten Drift hinkriegen. Eher nur durch diese Schwünge, die wir gerade gemacht haben. Wenn man ein bisschen viel Fantasieüberschuss hat, kann man sich auch vorstellen, dass der so ein bisschen klingt wie so ein V6. Lamp-dam-dam, das war gelogen. Weil City Car Driving immer scheiße klingt. Wir versuchen jetzt hier Shark zu driften. Wenn mir das nicht gleich gelingt. Scheiße. Bin ich im zweiten Gang falsch hier? Der kommt eigentlich. Jetzt soll ich doch mal in den dritten gehen oder vor der Laterne parken. Oder die Karre abwürgen. Komm, yippie, ja, tut mir leid. So, dritter Gang. So ein bisschen rumschwingen hier vielleicht und dann eine freie Stelle suchen. Und da kommt er tatsächlich ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Oh, was glaube ich auch komplett unrealistisch ist, weil der echte Golf R32 oder die es mittlerweile gibt, die haben glaube ich alle eine Haldex-Kupplung. Und keinen permanenten Allradantrieb. Das heißt, wenn... Ich fahr mal hier raus, das bringt doch so nichts. Wenn vorne die Räder durchdrehen bei einem echten R32, dann kommt erst Antriebsmoment nach hinten. Und dann helfen die hinteren Räder quasi aus, sodass die dann ein bisschen schieben und die Vorderräder dann schneller wieder Grip bekommen. Und das ist dann die sogenannte Haldex-Kupplung. Das ist kein permanenter Allradantrieb, wie zum Beispiel beim Mitsubishi Evolution, Lancer Evolution oder bei einem Subaru WRX oder so. Da werden halt konstant alle vier Räder angetrieben und das ist in dem Golf R32 nicht so. Ist eher so vorteilhaft bei Regen und sowas hier in solchen Situationen, weil dann die Vorderräder mal schnell durchdrehen bei 250 PS und dann springen die Hinterräder, ich glaube, auch nur mit 30% ein. Also dann kriegen die auch nur 30% der Leistung. Fahren wir einfach mal hier links. Hilft auf jeden Fall trotzdem so ein bisschen und der Verkäufer kann sagen, hier, wir haben Auto mit Allradantrieb rausgebracht. Finde ich ein bisschen schade, weil dadurch dieses Sportliche vom Heckantrieb ein bisschen flöten geht. Was der Golf natürlich nie hatte, ich weiß, aber hätte man ihm ja ruhig mal geben können. Heckantrieb und dann aber noch mit Unterstützung von vorne, so vielleicht. Ja? Nicht umgekehrt. Na egal. Kann man nichts gegen machen. Wir fahren hier mal rechts, glaube ich. Gucken, ja. Nicht, dass einer eingestiegen ist. Wir sind übrigens nicht angeschnallt. Ich glaube es nicht. Und wir machen Werbung für Wodka wahrscheinlich. Was steht denn hinten drauf bei uns? Ah, kann ich nicht lesen. Wir müssen auch fahren. Ja, und hier ist eigentlich eine Tankstelle. Das ist perfekt, um die Aufnahme zu beenden, weil ich weiß auch nicht mehr wirklich, was wir hier machen sollen. Es regnet zwar, aber wir
können ja nicht wirklich driften. Das ist ein bisschen schade. Deswegen, gucken wir uns einfach nochmal ein bisschen das Auto an. Passt mal auf, ich wollte euch ja nochmal die Flycam zeigen. Fly 1. Now you can fly. Oh, was ist das denn? Wie habe ich die Konsole aufgemacht? Mit Ö. Ö, 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 Ö. Ne? So, und jetzt kann ich mich hier halt rumbewegen. Das habe ich euch in der letzten Folge schon gezeigt. Aber ich finde es immer noch nach wie vor geil. Und da kann man so schöne R32s von vorne fotografieren. Schöne Felgen sind eigentlich auch recht original, so wie es aussieht. Hinten Doppelauspuff. Also der sieht schon wirklich ganz schnieke aus. Ja, und wie gesagt, das Schild habe ich halt selber nicht selber drauf gemacht, aber es war so eine Option, die man innerhalb des Modes, ich mach mal den Motor aus, die man innerhalb des Modes auswählen konnte. Und da habe ich mich doch mal für entschieden, auch das Ausrufezeichen auf dem Heck. Und ja, ich sag danke fürs Zusehen, macht's gut, ihr Nasen. Ich mach mal das Licht aus, nicht, dass unsere Batterie noch leer geht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge City Car Driving oder Project Cars, Assetto Corsa. Ihr wisst ja, was kommt. Einfach mal abonnieren, dann, ja, seht ihr immer jeden Tag, was kommt, ne? Das ist ja genial, YouTube. Perfekt gemacht, nicht schlecht. Alles klar, bis dahin, macht's gut, tschüss.